Neuigkeiten, 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 Neuigkeiten. Oh mein Gott, Hallöchen, was willst du denn? Ich will hier gerade was von Neuigkeiten schreien, ja. Und da wäre ich angegriffen, ich glaub's wohl. Greif mich nicht an, Kollege. Böse. Naja, wie gesagt, Neuigkeiten, die Boxen sind noch bis zum 1.5. da. Wusste ich letztes Mal nicht. Deswegen freue ich mich gerade. Ich habe gerade mit dem CM Haley eine kurze Konversation gehabt und jo, es ist so. Xerxes 1990 hat mich gerade angegriffen. Warum auch immer. Ich war gerade gar nicht drauf gefasst. Ich habe gerade so im Hintergrund erstmal ein bisschen rumgedümpelt, hab mal hier und da und stand halt hier auf der Karte sonst wo. Ja, und jetzt. Der will's doch wissen. Der will es doch wissen. Ich wollte gerade sagen, bin immer so still, wenn es um diese Action hier geht. Also Action ist es ja nun nicht so ganz, aber ja, bin immer so still dann irgendwie und da ist er ja wieder, wie es aussieht. Ich weiß nicht, warum er mich angreift oder warum er mich jetzt angreift unbedingt. Who I am lädt mich in eine Gruppe ein von Chor. Da gehen wir dann mal in die Gruppe. Oh, in die Gruppe rein. Hallöchen. 3, 5, 4, 5. Also. Jetzt werde ich erstmal gehirn geschrieben. Mal gucken. Mal ganz freundlich, so wie immer. Sind wir ja eigentlich sowieso. Vielleicht wird sich jetzt beschwert darüber. Bei mir unten am Gate. Na, wo ist er denn? Bei mir unten am Gate. So, Xerxes. Ist das nicht wirklich Fusions-Mike vielleicht? Ich wirklich irgendwas dabei, was jetzt hier so ein bisschen Schaden macht. Egal. Ist mir recht egal. Bei ihm weiß ich es nicht. Was schießt er? Über Motto. Naja. Er ist nicht hier. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, ne, bei euch. Bin ja eigentlich ein freundlicher Spieler, wenn man freundlich zu mir ist, ne? Ja. Ansonsten, ich bin eigentlich auf der Jagd gerade nach den MASQ-Boxen. Ja, er ist AFK, er ist mir relativ egal. So. So. Das scheint Übermodone zu brauchen da. Naja, ich habe bisher noch keine Box gesehen. Gestern habe ich auch nur in, glaube ich, einer Stunde zwei oder drei Stück gesehen. Also die Boxen sind, wie es aussieht, recht selten. Die hier findest du ja wie Sand am Meer. Aber so eine pinke? Ich weiß es ja noch nicht, ne? So. Ja, der ist 1.0. Ja, alles klar. Wenn ich die Herrschaften hier nochmal sehe, dann baller ich sie nochmal weg. Das ist so. Schieß doch nicht auf mich. Böser Gulli. Ganz, ganz böse. Das tut doch weh. Mensch. Vor allem, wenn ich zurückschieße, tut das dir weh. Aber irgendwie ist das hier so ein bisschen verhext. Auf den Gegnerkarten ist nichts los. Und es sind auch keine Boxen da. Ein CM hatte mir schon gesagt, ja. Ja, naja, sind ja so viele am Sammeln. Ja, hier, nee, bla bla bla, ihr kennt das ja. Hier, die Boxen gibt's auch überall jetzt hier. Braucht man nicht. Hier ist einer von uns. Soron, kenne ich nicht. Sammelt hier Boxen, getarnt. Soll er machen? Ist in Ordnung. Ist nichts dagegen. Mach weiter so. Bester Mann. Ja, und wie gesagt, hier drüben bei VU. Hier ist nichts los an Leuten, ja. Weil nur ein oder zwei und Boxen ist auch nichts. Also ich tue mich wirklich schwer jetzt.
Und ich bin mal gespannt, wann das neue Hangar-Update kommt. Ich habe ja gesagt, letzte Mal, also im letzten Video, da habe ich ja das Hangar-Dings getestet, mal kurz auf dem Testserver. Hab darüber jetzt nicht unbedingt ein Video machen wollen, weil ich das für mich halt erstmal sehen wollte, wie das aussieht. Feedbackbogen ausgefüllt, ein Feedback gleich gegeben, wie das aussieht hier und da und bla und ob das gut so ist. Und man kennt das ja nie anders. Ist hier einer unterwegs? Scheint auch nicht so. Eigentlich müssten dann hier irgendwo. Irgendwo. Boxen sein, aber nein. Aber nein, aber nein, aber nein, aber nein, aber nein. Im Chat geht es gerade wahrscheinlich darum, wie man sich alles so kaufen kann, ne, ohne dass es teuer ist. Also Premium, Rabattvorteil und dann am besten noch warten, dass es im Angebot ist, ne? Mein Tipp dafür. Ich habe da so einige Sachen, die ich euch verraten kann, die mir verraten wurden, ne? Es gibt irgendwann Rabatte für Premium. Nee. Nee, nein, gibt's nicht. Eigentlich gibt es irgendwelche Rabatte für Premium? Nein, gibt es nicht. Premium kostet immer 6 Euro für einen Monat oder für ein halbes Jahr 30 Euro oder 50 für ein ganzes Jahr. Ihr seht, da spart man mal ein bisschen, aber man lässt es. Ich kaufe es immer nur monatlich, weil ich nie weiß, ob ich den nächsten Monat zocke oder nicht. Bisher war es aber immer so. Chatsprache Deutsch, Chat Language German. Ja, meinetwegen. Ist wie verhext. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Habt ihr mit Sicherheit schon ein paar Boxen gesammelt? Wie ist es bei euch so gelaufen bisher? Habt ihr was gefunden in den Boxen? Habt ihr Boxen überhaupt gefunden? Also hier, wie ihr seht, auf D7. Kannst du suchen, kannst du es lassen. Ist so. Hallöchen. Kannst du knicken? Ja, nee, mach ich nicht. Knick ich nicht. Hab ich nicht vor, nee. Hab ich echt nicht vor, das zu knicken. Hier ist nichts an Boxen, diese ganze pinke Kram, alles gammelt hier rum, alles. Ne? Aber irgendwelche Boxen? Ne. Boah, hier sind die Boxen jetzt gerade wieder, eine blaue Box, muss ja einmal gehen jetzt gerade, bin irgendwie müde. Keine Ahnung warum. War eigentlich gar nicht langweilig, der Tag heute bisher. Auch hier Dark Orbit mäßig war es nicht langweilig, habt ihr gerade gesehen. Wurde gleich mal zu Anfang der Aufnahme angegriffen, habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt, weil ich noch beschäftigt war. Ja, Bioclan hat immer noch den Krieg drin und noch 8 Tage. Ich habe gestern mal einen davon gesehen. Das war's. Er hat mich nicht gesehen, ich war getarnt unterwegs, habe ein bisschen nach Boxen gesucht. Ja, hat sich voll gelohnt, Biotonnenclan, dass ihr uns Krieg erklärt habt. Habt ihr super gemacht. Öko-Ossi hat auch einen YouTube-Kanal, habe ich gesehen. Mit 13 ganzen Abonnenten oder irgendwie sowas. Ach, eine MASQE-Box. Ach, wie schön. Luft angehalten für Hellstorm-Raketen und ein bisschen RSB. Naja, gut, immerhin. Besser als gar nichts. Ja, wie gesagt, Öko-Ossi hat einen kleinen YouTube-Kanal, wo er ein paar Leute abgeschossen hat und Großfressen-Titel hat. Und ja, bitte sehr. Seine Sache, ja. Jeder macht ja seine Sache auf YouTube, wenn er möchte und Co. Das trennen wir mal voneinander, aber mir gefielen die Videos jetzt nicht so unbedingt. Ich habe sie zwar nicht gedisliked, aber halt, ich habe sie mir angeschaut und gedacht so, ja, ist in Ordnung. Also, auch wenn es Kriegsklan ist und ich die Leute da eigentlich nicht mag oder nicht kenne, keine Ahnung, wie ich es sagen soll, gebt Öko-Ossi einen YouTube, wenn ihr Bock habt. Schaut mal rein, wie es da aussieht. Ja, ihr wisst da, wovon ich rede. Ja, ansonsten ist da eigentlich nicht viel zu sehen. Bei mir gibt es eigentlich auch nicht viel zu sehen, außer dass ich jetzt halt hier in DO mal eine ganz MSA. MRSA ist übrigens ein Krankenhauskeim, by the way. Ne? Ich habe mal im Krankenhaus gearbeitet, praktikumsmäßig, und MRSA ist ein Krankenhauskeim, den man kriegt, wenn man im Krankenhaus ist. Also MASQE, QUE, keine Ahnung, Boxen. Wenig da, und wenn da, ihr habt es gesehen, Mist. Einfach mal Mist. Wie gesagt, das Größte, in Anführungsstrichen, haha, ich habe es letztes Mal schon gesagt. War das Drohnen-Design bad. War bad. Es war bad, dass ich das bad Design gefunden habe. Richtig bad für das bad, bad, bad Mobile Design. Irgendwas. Yay. Ja. Auf 1.3 ist nichts. Keine Boxen mehr. Scheint nur eine einzige Box auf jeder Karte und das pro Stunde oder so. Keine Ahnung. Wie das hier so funktioniert mit dem Algorithmus dafür. Wird bestimmt irgendwie berechnet. Oder der Zufallsgenerator generiert auf jede Map einfach zufällig viele Dinger. Oder irgendwie so. Wenn ihr Ahnung davon habt,
Wisst ihr wahrscheinlich, von was ich rede. Jetzt gucken wir nochmal rüber. Wie es hier so aussieht bei den Früchten. Ob die Früchte noch ein wenig MASQUE für mich haben. Ein paar Boxen. Vielleicht auch nicht. Naja. Und ich möchte euch an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, wenn ihr Anregungen und Co. habt, schreibt mir das in die Kommentare von dem Video hier, beziehungsweise in jegliche Kommentare von jeglichen Videos, da ich halt auch MTA und Co. gerne mache und auch eigentlich gerne andere Sachen mache und hier und da. Ja, also ich beschränke mich jetzt nicht nur auf unser liebes Dark Orbit hier. Das ist zwar mein Lieblingsspiel gewesen früher und es ist immer noch eins meiner liebsten Spiele, aber es sind halt andere Sachen, die mich jetzt halt mehr beeindrucken und mehr freuen, die ich machen kann. Zum Beispiel, ja, MTA ist zwar auch schon ein bisschen älter, aber einfach San Andreas, das alte, noch zu sehen. Damit sind wir ja aufgewachsen, so wie Kinder der 90er, kennt man ja, ne? Die sind ja damit aufgewachsen und da macht mir das auch noch recht Spaß, weil die Grafik, manche finden es für den Arsch, aber wie gesagt, ich bin damit aufgewachsen. Mit der Grafik. War in der 4. Klasse oder so, als GTA rauskam, oder keine Ahnung, 5. Klasse, Anfang 5. vielleicht. Und das gehörte halt zum Teil dazu. Ja. So, bei euch war es mit Sicherheit auch irgendwas, was zur Kindheit unbedingt dazugehört und das jetzt alt ist. Ja. Wie gesagt, Dark Orbit, 2009 habe ich auf DE2 damals angefangen, den Account, das ist der hier, der Account. Den DE2, also das DE2-Schiff mit seinem ganzen Krempel drum, gibt es alles noch. Das war bis 2012 aktiv am Zocken. Ach, guck mal hier, das sind sie hier unten am Rumgorken, wie es aussieht. Können wir mal gucken, ja. Hi. Können wir eigentlich mit X1 machen. Goli mit 2 Flexdrohnen. Ja, bumm. Das sind so Leute, wie es aussieht, die auf die Map klicken und nicht gucken, was ihr Schiff macht. Habe ich auch manchmal. Ist so. Also, ich selber habe das auch manchmal. Irgendwas so. Dass ich einfach hinklicke jetzt da zum Beispiel und dann einfach weggucke und das gar nicht bemerke oder halt raus tabbe oder sonst was veranstalte. Und ich habe auch gehört, man kann in den pinken Boxen, ich sag jetzt die MASQUE Boxen, ja. Also in den Boxen kann man auch, wie es mir gesagt wurde, Beutekeys finden. Zum Beispiel grüne Beutekeys. Würde mich ja freuen, wenn ich mal ein paar grüne Beutekeys finde. Da findet man vielleicht mal was man gebrauchen könnte, eine 4 oder so. Keine Ahnung. Aber hier, naja, hier sind die Jungs von eben, glaube ich. Ja, hier ist der eine von eben. Ah, willst du den Demo noch zu Ende schießen? So, meins. Dankeschön. Diesen Worten mit einer ganzen Box wieder in einer Dreiviertelstunde so gefühlt, ja. Nein, eine Viertelstunde. Verabschiede ich mich jetzt erstmal. Und wir sehen uns dann zu einer neuen Folge einfach wieder. Wenn ich wieder Bock habe, DO zu zocken, wahrscheinlich heute. Immer noch oder morgen oder was weiß ich, ne? Den Rang Basic Captain muss man ja auch irgendwie behalten. Haha. Aber die Rangpunkte fallen ja momentan. Genug gelabert. Wie gesagt, schreibt mir was, wenn ihr irgendwas habt, ne? Irgendeine Anregung oder so. Ich bin immer da und tschüss.